Hallo zurück im Küchengarten. Es gibt großartige Neuigkeiten. Es ist endlich soweit, nach dem einen Fehlschlag meiner Kunstbrut, um das österreichische Steinpipperl hier im Küchengarten anzusiedeln, wo ja nur mein eines Küken überlebt hat und auch nur dadurch, dass ich ihm aus dem Ei geholfen habe. Dann habe ich es ja nochmal versucht. Ich habe einige Sachen geändert und Gott sei Dank viel zum Besseren. Also ich habe so unglaublich viel gelernt bei dieser zweiten Runde der Kunstbrut. Und so viel kann ich verraten. Es war ein voller Erfolg und endlich hat mein kleines süßes Bibi Geschwister. Gerne möchte ich euch mitnehmen auf diesem Erlebnis der Kunstbrut und euch meine Erfahrungen zeigen und erklären, so dass es bei euch, wenn ihr euch dafür entscheidet, bei euch im Garten Hühner zu haben und die vielleicht eine spezielle Rasse zu unterstützen, so wie ich es hier mache, dann ist natürlich oft nur Kunstbrut möglich, da es keine Züchter in der Nähe gibt, die diese spezielle bedrohte Rasse schon als Junghennen oder Hahn anbieten. Dann hoffe ich, dass bei euch vielleicht einige Fehler zu vermeiden sind. Und natürlich möchte ich euch auch diese unglaubliche Herzigkeit und Süße dieser kleinen Küken nicht vorenthalten. Kommt gerne mit auf diesem Abenteuer Steinpipperl im Küchengarten. Nur ganz kurz möchte ich euch etwas über das Steinpipperl, die Rasse, erzählen, damit ihr besser versteht, warum ich mich dafür entschieden habe. Die Filmausschnitte dieser wunderschönen Steinpipperl-Gruppe habe ich von Andreas Stöckelhuber. Er ist einer der bekanntesten Züchter. Ich verlinke euch seinen Kanal oben in der Ecke. Die Steinhändel, auch Steinpipperl oder Storhändel, sind vital, bunt und brutfreudig. Sie sind Zwerghühner, also nur zwischen 450 und 650 Gramm schwer, legen aber vergleichsweise viele Eier. Die sind natürlich kleiner als von normalen Hühnern, ca. 25 bis 35 Gramm. Sie sind vorbildliche Glucken und sehr robust. Das ist natürlich ein großer Grund, warum ich mich für sie entschieden habe. Sie sind recht klein und quirlig. Ich habe natürlich bei mir im Hausgarten nicht so viel Platz. Das heißt, ich kann eine größere Gruppe halten, was für die Hühner selber natürlich auch viel schöner ist. Sie sind sehr robust. Ich muss mir nicht so viel Gedanken über die Witterungsverhältnisse machen. Und mein Hühnerauslauf in der hinteren Ecke meines Gartens ist etwas steinig, sehr verwachsen, und dort werden sich diese Hühner sicher sehr wohlfühlen. Sie schlafen nämlich auch sehr gerne in der Nacht oft auf Bäumen. Was natürlich auch ein großer Grund für mich war, war, dass die Steinpipperl die letzten Vertreter des züchterisch nicht verbesserten mitteleuropäischen Landhuhnes im Alpenraum sind. Sie sind sehr ursprünglich, beweglich, aber natürlich auch gut flugfähig. Das heißt, ich muss meinen Auslauf nach oben hin gut schützen. Bis in die 1970er Jahre waren diese farbenfrohen Landhühner noch häufig auf Bauernhöfen anzutreffen. Aber ab dem Jahr 2014 war das Steinpipperl akut vom Aussterben bedroht. Es existierten nur noch rund 50 Zuchttiere. Und es wurde ein spezieller Zuchtverein gegründet, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, traditionelle Nutzgeflügelarten des Alpenraums vor dem Aussterben zu schützen. Ein weiterer großer Punkt für mich, mich für das Steinhändel zu entscheiden, natürlich aus Österreich, meinem Heimatland und vom Aussterben bedroht, da möchte ich gerne, da ich Platz habe und mich für die Hühnerhaltung entschieden habe, einen Beitrag leisten, um eine Rasse, die vom Aussterben bedroht ist, zu unterstützen und vielleicht den Unterschied zu machen. Also, wie ging die ganze Geschichte überhaupt los?
Ich hatte mir über eine Adresse im Internet hier in der Schweiz 8 Bruteier von angeblich österreichischen Steinpipperl bestellt. Die kamen eigentlich richtig gut und professionell verpackt, alle in einem Stück, also nichts zerbrochen oder beschädigt. Die Eier waren sauber bei mir an. Das Einzige, was mir eher negativ auffiel, die Eier waren mit Bleistift an der Schale beschriftet, wann sie gelegt worden waren. Und das war dann doch schon an die 2 Wochen, sogar manchmal länger her. Wenn sie gut gelagert werden, sollte das auch kein Problem sein. Allerdings nimmt natürlich die Entwicklungsrate, die positive, mit dem Alter der Eier ab. Ausbrüten wollte ich die Eier dann in meinem rund 40 bis 60 Euro billigen Brutautomaten, den ich mir bei Amazon bestellt hatte. Ich habe ihn schon einmal verwendet für die Brut meiner Enten. Damals war die Schlupfrate auch nicht so gut. Von 5 Eiern sind 2 geschlüpft und denen musste ich aus dem Ei helfen. Ich dachte mir, dass es bei Enten ja etwas problematischer ist, da diese eine höhere Luftfeuchtigkeit brauchen als Hühner und dass es bei Hühnern sicher besser klappen würde. Naja, denkste, von diesen 7 Eiern waren überhaupt einmal nur 5 befruchtet. 3 von diesen 5 befruchteten blieben dann mitten in der Entwicklung irgendwann stehen und von den 2 verbliebenen hat nur ein einziges es geschafft, die Eischale anzupicken und kam dann auch nicht weiter. Ich habe 24 Stunden gewartet. Dann habe ich ihm aus dem Ei geholfen und das andere entwickelte Ei hat nicht mal das Anpicken geschafft. Also wurde ich kurzerhand zur Hühnermami und habe dieses eine arme Küken mit sehr viel Liebe und Aufopferung großgezogen. Ja, wie sollte es weitergehen mit meinem Hühnerwunsch? Am liebsten hätte ich den Hut draufgeschmissen, aber das eine arme Küken erstens abgeben, ich habe mich so darin verliebt, und allein lassen, keine Chance. Ja, also Mut fassen, weitermachen und einiges ändern, Fehler beheben. Das Erste, das ich getan habe, war, mir eine neue Brutmaschine zu bestellen. Sie war gleich groß wie die andere für 7 Eier, um einiges teurer, und diesen Qualitätsunterschied habe ich sofort gemerkt, da die Temperaturschwankung nur 0,1 Grad betrug, was bei der anderen Maschine 0,4 Grad war. Ich denke, das macht einen großen Unterschied. Außerdem hatte sie eine automatische Wendevorrichtung. Bei meiner alten wurde zwar auch angegeben, dass sie automatisch war, aber man konnte keine Einstellungen vornehmen. Und bei dieser Maschine konnte man sie wirklich überprüfen, das Intervall einstellen, sogar den Wendewinkel. Also ich war schon mal hellauf begeistert und erwartete mir Großes. Um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, bestellte ich mir außerdem Bruteier von einem namhaften Züchter. Ja, ihr vermutet es schon, ich habe mir die Eier direkt bei Andreas Stöckelhuber bestellt. Diese kamen frisch aus dem Nest, großartig verpackt, und ich habe zügig mit dem Brutvorgang angefangen. Da das Steinpipperl ein Zwerghuhn ist, beträgt die Brutzeit ca. 20 Tage. Es kann aber schon ab dem 19. Tag schlüpfen. Die Bruttemperatur beträgt 37,5 Grad, die Luftfeuchtigkeit 50%. In den ersten 3 Tagen solltet ihr den Automaten nicht öffnen und die Bruteier auch nicht wenden, da es eine ziemlich intensive, heikle Phase ist. Ab dem 5. Tag könnt ihr schieren. Das Schieren bedeutet, dass ihr mit einer Lampe von unten, also von der dicken Seite des Eis, hineinleuchtet und somit den Embryo oder die Befruchtung sichtbar macht.
Bei diesem Ei könnt ihr wirklich das Netz der Gefäße wunderbar sehen und in der Mitte die dunkle Verdickung, das ist schon das wachsende Küken. Hier zeige ich euch nun im Vergleich ein unbefruchtetes Ei. Da sieht man rundherum wirklich überhaupt keine Gefäße oder eine Verdickung. Ich lasse solche Eier jedoch immer auch noch bis zur nächsten Runde schieren drinnen, nach 3-4 Tagen. Und wenn sich bis dahin immer noch nichts gezeigt hat, dann entsorge ich es. An Tag 20 der Brut war es dann soweit und ihr könnt mir glauben, es gibt nichts Schöneres, als wenn man das erste angepickte Ei sieht und wenn man dann sogar sieht, wie sich die Schale leicht hebt und senkt. Man hört vielleicht sogar ein Piepsen und ein Rumpeln. Hier bei diesem Ei, schaut einmal genau, sieht man sogar den kleinen Schnabel durch das Loch, wie das Küken nach Luft schnappt und hier das schon Geschlüpfte will helfen, die Schale weiter aufzubrechen. Das sind tolle Momente. Und jetzt lasse ich euch ganz in Ruhe den Schlupf eines meiner neuen Küken miterleben. Es war auch für mich das erste Mal, dass ich so einen Schlupf zu sehen bekommen habe. Alle anderen haben es nicht von alleine geschafft. Also das war ein besonderer Moment für mich. Vier Küken haben es insgesamt auf ganz natürliche Weise aus ihren Eiern geschafft. Zwei Eier waren nicht befruchtet von den sieben, mit denen ich gestartet habe. Und eines war zwar voll entwickelt, aber hat leider das Anpicken der Schale nicht geschafft. Nach dem Schlupf lasse ich die Küken immer noch ein paar Stunden im Brutautomaten, damit sie wirklich schön trocken werden. Und hier seht ihr die ein Tag alten Küken, wirklich schon total fluffig und flauschig. Und da sind sie schon in ihrem ersten Domizil. Ist einfach eine große Kiste aus Plastik, die ich mit Sägespäne ausgestreut habe. Hier habe ich noch ein Handtuch drüber, weil in den ersten Tagen kennen sich die Küken nicht so gut aus und würden das Futter nicht von der Sägespäne unterscheiden können. Links das schwarze Teil ist eine Wärmeplatte, unter der sie sich verstecken können. Sie imitiert die Wärme einer Mutterglucke und sie sitzt noch gerne oben drauf und schauen in die Gegend. Und hier am zweiten Lebenstag sind sie schon nach meiner Anleitung fleißig am Körnerpicken und auch am Wasser trinken. Ich sehe hier den Vergleich zwischen meinem ersten kleinen Bibi und diesen vier Küken. Die sind viel vitaler, neugieriger, frecher. Ja, so ein aus dem Ei helfen ist nicht das Wahre. Das Küken ist viel schwächer. Allerdings es sterben lassen ist jetzt für mich auch keine Option. Es braucht einfach von mir persönlich etwas mehr Aufwand. Und jetzt ist das Küken genauso vital, kräftig
und gut entwickelt und ich möchte es nicht missen. Um die Brut abzuschließen, habe ich den gesamten Brutautomaten natürlich gut gereinigt und dann auch noch mit ein paar Spritzern Essig auf natürliche Weise desinfiziert, dann gut getrocknet und wieder im Originalkarton verstaut und so ist er dann für den nächsten Einsatz bereit. Am dritten Tag habe ich die kleinen Küken dann an einen helleren Ort gebracht, weil sie wirklich schon sehr vital und quirlig waren und doch öfter den Kontakt zu mir wollten. Außerdem musste ich auch regelmäßig das Futter nachfüllen, da sie brav gefressen haben und natürlich viel mehr als ich von meinem einen Hühnchen gewohnt war. Wenn wir gerade von dem sprechen, da stand natürlich auch noch das große Kennenlernen an. Ich hatte mir nämlich auch vorgenommen, rechtzeitig die Zusammenführung zu machen, damit sie sich frühestmöglich aneinander gewöhnen und es nicht schon in so kleinem Alter zu irgendwelchen Rangkämpfen kommen würde. Das ist ja später dann noch früh genug. Und es klappte wirklich sehr gut. Die Kleinen waren ganz aufgeregt und haben alles nachgemacht, was das Große getan hat. Das Große war eher gleichgültig, hat sich gleich auf das Essen gestürzt und war am Schluss dann auch wieder froh, wenn es von der wilden Bande weg durfte. Denn es ist ja tagsüber schon draußen in seinem kleinen Stall und das genießt es wirklich sehr. Und dann habe ich einen Artikel gelesen, in dem stand, dass Küken, wenn die Außentemperaturen passen und sie Rückzugsmöglichkeit in einen warmen Stall haben, sie schon ab dem 8. Lebenstag hinaus ins Freie dürfen. Das soll förderlich sein für die Entwicklung und das Wachstum, vor allem die Sonne und die gute Luft. Und meine kleinen Küken haben das wirklich gefordert. Die waren drinnen dann so unglücklich. Also habe ich es ausprobiert und sie hinaus in den Auslauf zu ihrem großen Geschwisterchen gebracht. Und das hat wirklich so toll geklappt, da wir zurzeit eine Trockenwelle haben mit ca. 27 Grad tagsüber. Ich habe einen Schirm über das Gehege gespannt und so ist wirklich genau die richtige Temperatur für die kleinen Küken. Und sie haben so einen Spaß und eine Freude miteinander und mein Küken ist nicht mehr alleine. Also das ist wirklich schneller und schöner abgelaufen, als ich es mir hätte wünschen können. Hier gebe ich Ihnen gerade getrocknete Mehlwürmer, die ich zerkleinere, damit sie sich nicht dran verschlucken. Da sind sie wirklich total scharf drauf und es ist eine sehr gute Proteinquelle. Außerdem gebe ich Ihnen mehrmals am Tag klein gehacktes Grünfutter. Hier habe ich jetzt zum Beispiel Salat, Oregano, Ringelblume und Karottengrün drinnen. Das finde ich total toll, dass ich mir das alles im Garten zusammensuchen kann und sie mit so etwas frischem, gesunden verwöhnen kann. Super sind auch Brennnessel, Kirsch verwende ich gerne und natürlich Löwenzahn. Alles sehr vitaminhältig und gut für ihre Entwicklung. Schön, dass ihr heute wieder bei mir im Küchengarten mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude an den süßen kleinen Steinpipperln wie ich. Ich halte euch natürlich über das Wachstum und die Abenteuer, die wir zusammen erleben werden, auf dem Laufenden. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei euren Gartenprojekten und hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!